Ich gab dir 10 Jahre, um dein Leben zu leben. Und was hast du daraus gemacht? Du warst immer in meinem Schatten. Ich trainierte dich, sodass nicht einmal die gefährlichsten Männer der Welt dich töten könnten. Sohn, es ist Zeit, deinen Platz einzunehmen an meiner Seite. Das wird nicht passieren. Du kannst nicht davor weglaufen, wer du wirklich bist. Wer bist du? Oh Gott! Wir sind ein gutes Team! Sie haben einen ganz besonderen Charakter. Einen, an dem wir gemeinsam hart gearbeitet haben. Holt mich raus! Alle Ergebnisse sind normal. Irgendwelche Auffälligkeiten? Nein. Nein, es geht mir gut. Mama! Hi, Schätzchen. Wie war die Reise? Langweilig. Äußerst langweilig. Unser nächster Vertrag ist ein ziemlich großer. Das Ziel ist John Parr, CEO von Kooperationen außerhalb der USA. Das ist das Gesicht von Colin Tate. Wir können uns hier keine Fehler. Alles klar. Was ist heute mit dir los? Was meinst du? Ich bin in Position. Brauchst du Hilfe? Bringen wir es zu Ende. Was machst du denn hier? Ich scheine nicht abdrücken zu können. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, was sie mir angetan hat. Verstehst du? Sie sagten, dass sie zu einer Gefahr werden können. Wo ist sie? Wo ist deine Frau? Komm raus oder ich tu's! Manchmal ist das alles, was es braucht. Wie eine winzige Fraktur. Dieser kleine Gedanke. Um die Kontrolle zu verlieren. Bitte. Wir haben einen Mordfall. Ja, ich hab mir jetzt gerade einen Schweißbrumm steht. Stellt ihn wieder ab. Ich ist ganz schnell. Sie sind der schlechteste Mordkommissar von ganz Niederbayern. Wahrscheinlich von der ganzen Welt. Also das waren jetzt 5 Weißbier, 6 Obstler und der Schweißbrumm, gell? Was ist denn der Rest von der Leiche? Vielleicht im Mähdrescher. Also Gulasch? Ja, mehr so eine Roulade. Die macht so Bündel. Mahlzeit. Wissen Sie schon was? Ich bin ja gerade erst gekommen. Außerdem ist mir schlecht. Ich habe einen furchtbar fetten Schweinsbrunnen erwischt. Willst du einen Schnaps? Gern. Boah, das wäre gut.
wo warst denn du eigentlich, wie das passiert ist mit dem Mähdrescher? Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts mehr. Schon klar. Haben Sie irgendwelche Depressionen? Nicht, dass ich wüsste. Ich möchte, dass Sie sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen. Machen Sie gerade verdeckte Ermittlungen im Penner-Milieu? Na, wieso? Haben Sie generell Zweifel am Schuldprinzip? Sie nicht? Sie sind für einen Polizisten außergewöhnlich intelligent. Wir haben wieder einen Mord. Es geht darum, ob der Wirt es darf, dass ich vollen Einsatz bringen muss. Ist normal. Damit meint er aber sein Hosentürl. Außerdem verlangt er unnatürliche Stellungen. Es läuft halt auf so eine Art Kunstturnen hinaus. Es ist halt mühsam, sonst weiß man ja wurscht. Haben Sie denn gar niemand daheim? Meine Frau ist schon vor Jahren mit einem Schwerbehinderten durchbrennt. Seh du. Jetzt hör auf! Schaffen Sie den Betrunkenen da weg. Kriminalpolizei, ich muss den Mann verhören. Darf ich noch mal Ihren Ausweis sehen? Was ist denn los? Ja, guten Morgen. Es ist schon Mittag. Ich denke, ich bin suspendiert. Sinsinmann, Knochensammler. Der Tod hat viele Namen. In Bayern nennt man mich den Borndelgraber. Ich muss die Seelen, deren Zeit abgelaufen ist, in den Himmel, aber auch in die Hölle bringen. Aber keine Angst, liebes Publikum. Sie haben im Moment nichts zu befürchten. Ich habe nämlich meinen Dienst quittiert. Und das aus folgendem Grund. Dem kleinen Maxl war es eigentlich aufgesetzt. Was willst du von uns? Wir schleißen immer ums Haus rum. Weil ich mich aber in seine Mama verliebt habe, habe ich anstelle von Maxl diesen Halotri in den Himmel gebracht. Ich war immer ehrlich und rechtschaffen. Dein besten Freund jetzt beinahe erschlagen. Und was kann ich dafür, wenn der Depp mir direkt in die Faust reinläuft? Weil mich die Gefi aber nicht sehen kann. Mir brisiert's, ich liebe sie. Maxl, warst du das? Und der Toni die Gefi auch heiraten will? Was willst du von der Gefi? Habe ich mich mit ihm eingelassen. Die Gefi, der Borndelkramer höchstpersönlich. Und jetzt haben wir einen riesigen Verhau. Bingo! Seitdem du da bist, stirbt keiner mehr. Wenn das so weitergeht, dann bricht da alles zusammen. Die ganze Schöpfung. Also auf die faule Ausrede bin ich jetzt aber gespannt. Du hast uns den Schmarrn eingebrockt, also löffelst du da selber wieder aus. Sag mal, willst du mich erpressen? Ja. Wieso hast du mich? Ich lüge immer. Das ist mein Job. Ich lüge sogar, wenn ich die Wahrheit sage. Der hat doch allein nicht den Hauch einer Chance gegen den Teufel. Ja, warte mal, bis der Herrgott wieder da ist. Also, du musst da die drei hellsten Sterne suchen, die das Dreieck bilden. Aha. Und da ist dann die Milchstraße. Es ist gut, wieder auf der Straße zu sein, findest du nicht? Wie wär's, wenn du mal die oberen Bereiche des fünften Gangs erforschen würdest? Ich dachte, wir feiern eine Party. Ich liege schon am Rand. Wenn du einen Wunsch im Leben frei hättest, welcher wäre das? Dass dieser Urlaub nie enden würde. Kannst du mir sagen, ob es schlimmer geworden ist? Ich möchte gerne eine Rede halten. Vielleicht übernimmt das Sam für mich. Warum machst du das nicht einfach? Nun, wie die meisten von euch wissen, verliere ich langsam die Fähigkeit, mir Sachen zu merken. Und ich wäre definitiv nicht hier. Gäbe es nicht diesen Mann neben mir. Ich will in Erinnerung bleiben als der Mensch, der ich war. Und nicht als der, zu dem ich werde.
Das ist nicht fair. Dir gegenüber. Es geht nicht um fair oder nicht fair, es geht um Liebe. Nein, Sam. Ich will das Ganze mit dir bis zum Ende durchziehen. Wo steckst du? Ein sehr kluger Mann hat mal gesagt, an Wundern herrscht niemals Mangel in dieser Welt. Aber am sich wundern können sehr wohl. Hast du Kinder, Eltern, Geschwister? Irgendeinen, der dich vermisst, wenn du stirbst? Wir können niemanden gebrauchen, der nach dir sucht. Das erschwert uns das Geschäft. Fahrt ihr nach oben? Nicht jetzt, Nigel. Ich töte nicht. Brich Knochen, vergieß Blut, sei unterhaltsam. Mehr wollen wir nicht. Er hat noch keinen umgebracht. Wie soll ein Mann, der nicht auf Befehl tötet, auf Befehl sterben? Wir haben ihn in der Hand. In der dritten Runde geht er unter. Ein Notruf hat uns auf die richtige Spur gebracht. Als wir ankamen, waren alle tot. Bis auf einen. Ich bin Chief Inspector Catherine Keaton und führe ab jetzt die Befragung durch. Ein sehr wütender und lauter Colonel Vaughn ist unterwegs und holt Brody in genau 60 Minuten ab. Das ist weit außerhalb meiner Gehaltsklasse. Pistole, sie flüstern mir zu. Willst du wissen, was sie gerade zu mir sagen? Dass du mit einer Knarre sprichst und eine Therapie brauchst? Leck mich. War nicht wörtlich gemeint, Jungs. An meiner Killertruppe kommt er aber nicht vorbei mit einem Dildo und einem Grinsen. Er ist gerade an ihnen vorbei mit einem Dildo und einem Grinsen. Touché. Das ist meine Welt. Serena? Es ist deine Schuld. Serena! Hallo, du geiles Stück. Diese Frau ist eine Hochzeitskleid-Zauberin. Und? Was ist mit dir? Emene, es ist 2 Jahre her. Ich habe keine Zeit dafür. Nein, diese Ausrede ist seit Monaten abgelaufen. Ich date nicht. Ich date nicht! Die Leute wollen perfekte Fotos für Social Media. Es geht hier um mehr. Ja, es ist eine milliardenschwere Märchenindustrie. Ah, ein Zyniker. Du hast das vergessen. Ich kann diese Fotos online stellen. Ich habe eine Menge Follower. Ich rufe an, weil wir ihre Fotos auf Social Media gesehen haben und wir lieben sie. Hochzeit mit Stil hat sie gesehen und liebt deinen Laden. Sie wollen, dass ich eine Fotostrecke über dich mache. Die sind das größte Hochzeitsmagazin. Na gut, ich mache es. Und du hilfst mir nach Bedarf im Geschäft. Kostenlos. Du verhandelst aber hart. Hast du etwas am Auge? Ich kann schlecht zwinkern. Vermassle es nicht. Oh Gott, was? Sehr witzig, Ladies. Haha. Ich brauche Bilder von dir, deinem wahren Ich. Sehe ich schlimm aus? Eher umwerfend. Du musst mich reinlassen, wenn das funktionieren soll. Wie kam es zu diesem Laden? Mein Herz war gebrochen. Du solltest versuchen, dich so zu sehen, wie andere dich sehen. Wie geht's, James? Es ist deine berufliche Beziehung. Nur das? Hey! Bitte lächeln, schüttel es. Ich lebe dafür, liebende Menschen zu fotografieren, weil es die Welt schöner macht. Und ich verlor diesen Blick, bis ich dich traf.